Willkommen zurück zu SFS und willkommen zu einem neuen Konzept, was ich hier euch zeigen möchte. Und das möchte ich möglicherweise, wenn es denn funktioniert, auch in SFS Colony einmal nutzen. Und zwar haben wir hier Spin Launch, das ist ein US-amerikanisches Raumfahrtunternehmen, die Wikipedia-Seite und der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung, damit ihr es euch selber anschauen könnt. Sie haben ein recht interessantes Konzept, um Satelliten beispielsweise in die niedrige Erdumlaufbahn zu bringen. Und zwar lese ich das hier einfach mal kurz vor. Also mit einem rotierenden Massenbeschleuniger möchte Spin Launch geschossförmige Trägerraketen in große Höhen katapultieren. Dort sollen die Raketen ihr Triebwerk zünden und die Nutzlast in eine Erdumlaufbahn bringen. Ja, also wir haben einen sogenannten Massenbeschleuniger. Der Massenbeschleuniger besteht aus im Grunde drei Teilen. Und zwar haben wir hier erstmal eine Zentrifuge. Da wird das Raketenprojektil und eben ein Gegengewicht an gegenüberliegenden Auslegearmen angebracht. Anschließend wird der Innenraum der Anlage evakuiert. Es soll eine Stunde dauern, blablabla. Das wird beschleunigt. Ja, das dreht sich dann ganz schnell im Kreis, bis die Geschwindigkeit dann 8000 km pro Stunde erreicht und die werden gleichzeitig ausgeklinkt und das Geschoss verlässt die Zentrifuge dann. Das möchte ich bauen und zwar im Weltraum. Das heißt, wir starten damit keine Raketen von der Erde. Das ist relativ schwierig. Ja. Soweit ich weiß, hatten die jetzt auch noch keine wirklichen Tests dazu. Dementsprechend ist das, was ich vorhabe, ein bisschen anders und ist tatsächlich sogar ziemlich ähnlich zum sogenannten Skyhook. Auch hier wieder Wikipedia, auch wieder Link unten in der Videobeschreibung. Und zwar haben wir hier das Prinzip dazu. Es wurde beispielsweise vorgeschlagen, eine Raumstation mit einem Kabel zu verbinden, das sich nach unten in die obere Atmosphäre erstreckt. Nutzlasten, die viel leichter als die Station sind, würden von einer konventionellen Rakete bis in diese Höhe gebracht und beim Vorbeifliegen am Ende des Kabels eingehakt und dann durch Drehung des Kabels um den Massenmittelpunkt in die Umlaufbahn geschleudert. Die Station solle dann durch elektromagnetischen Antrieb, Raketenantrieb oder durch Deorbitieren eines anderen Objektes mit der gleichen kinetischen Energie, die auf die Nutzlast übertragen wurde, wieder auf ihre ursprüngliche Höhe gebracht werden. Ich mache das natürlich nicht mit obere Atmosphäre, weil das ein unglaubliches Timing benötigt. Wenn ihr euch das hier mal anschaut, das ist quasi in der Mitte vom Kreis ist die Raumstation. Der Radius, diese Linie, die zum Rand hinausgeht, ist dann das Kabel, Tether genannt. Und an der Spitze ist dann der Haken. Der zieht hier diese halbkreisförmigen Linien. Und jedes Mal, wenn er ganz unten ist, ist er quasi in der oberen Atmosphäre. Ja? Und da steht er quasi für eine sehr kurze Zeit still. Man benötigt trotzdem ein unglaubliches Timing, um das hinzubekommen. Und das kann ich nicht. Das gebe ich einfach zu, das kann ich nicht. Stattdessen haben wir eine Station oder zumindest ein großes, massenreiches Objekt im niedrigen Erdorbit. Wir fliegen eine Rakete dorthin, docken an. Das Ding dreht sich ganz schnell und schießt dann den Satellit beispielsweise aus der Erdumlaufbahn heraus. Das ist so mein Ziel dabei. Also so ein bisschen eine Mischung zwischen Skyhook und dem Spin Launch System. Und das schauen wir uns jetzt einmal in SFS an. Und beginnen wir gleich mal mit dem Bau. Wir benötigen also eine Art Raumstation oder Gegengewicht. Und ich mache es mir ganz ehrlich ziemlich leicht. Ich nehme hier einfach so, keine Ahnung, 60 Tonnen Nutzlast. Ja, das ist eine ganz schöne Menge an Gegengewicht. Wenn wir dann irgendwie so einen 11 Tonnen Satellit da dran hängen, dann ist das schon ein deutlicher Unterschied. Da packe ich dann auch noch natürlich eine Sonde hin, damit wir das Ganze steuern können. Und vielleicht, hoppla, ein paar RCS-Düsen, damit wir das kontrollieren können. Nicht unbedingt zum Beschleunigen oder zum Verlangsamen. Da werden wir einfach die Rotationskraft quasi, den Drehmoment von der Sonne, von der Sonde benutzen. So. Und dann brauchen wir jetzt hier irgendwie so ein langes Kabel. Nehmen wir ein paar strukturelle Teile dazu. Ich würde das hier am Anfang vielleicht noch etwas kürzer lassen. Das kann man natürlich viel, viel länger machen. Und dann kann man hier oben Andockluken ranmachen, noch mehr Masse hinzufügen. Aber erstmal mag ich das so ausprobieren. Dann hier irgendwie eine Andockluke. Da kann man dann unseren Satelliten dran packen. Und dann benötigen wir einen Satelliten. Der wird jetzt hier, ja, erstmal ziemlich leicht sein. Also wir versuchen mal hier etwa 11 Tonnen hinzubekommen. Das sind hier 3 Tonnen und dann benötigen wir hier 8 Tonnen. Ja, es sind etwa 8 Tonnen. Das sind etwa 8 Tonnen. Recht. Ja, wobei, wir können es ein bisschen weniger machen. Wir haben ja hier noch etwa 0,2 Tonnen. Also
3, 3,2 und 10,75, 10,95, das sind fast 11 Tonnen. Ja? Also das hier sind etwa 11 Tonnen und dann packen wir das hier einmal dran. So, dann brauchen wir natürlich Cheats. Wir benötigen auf jeden Fall keine Gravitation und keinen Luftwiderstand. Wenn wir im All sind, gibt es die beiden natürlich nicht. Endlosen Treibstoff würde ich gerne auch noch anlassen, damit wir uns hier ein bisschen mit den RCS-Düsen vom Boden wegschieben können. Und dann probieren wir das einfach mal aus. Ja? Also ist hier unser allererster Test. Machen wir hier die RCS-Düsen an. Vielleicht hätte ich das hier noch als Stufe machen sollen, damit wir das leichter abkoppeln können. Wenn es sich so schnell dreht, funktioniert das wahrscheinlich nicht besonders gut. So. Dann bewegen wir uns hier mal ganz weit nach oben und machen das mal so. Wunderbar. RCS-Düsen aus. Und dann beginnen wir uns mal zu drehen. Das können wir auch hier mit der Zeitbeschleunigung machen. Und dann drehen wir das mal eine Weile, keine Ahnung. So 10 Sekunden oder so. Ja. So, da haben wir schon ein bisschen Geschwindigkeit drauf. Und dann müssen wir nur noch das ein bisschen von der Zeit her hinkriegen. Oh. Das sieht nicht gut aus. Die drehen sich halt beide nur im Kreis. Weniger vorteilhaft. Ich würde sogar sagen, ziemlich nachteilhaft. Ich weiß, dass es so Separationsregeln gibt, dass wenn wir quasi zwei Sonnen haben, wir haben zwei Sonnen, stell euch mal vor, wir haben hier die obere Sonde, wir haben hier die untere Sonde. Die obere Sonde wurde zuerst platziert, ja, und wird damit quasi im Bauplan weiter oben angezeigt. Wenn sie weiter oben angezeigt wird, dann wird sie quasi automatisch ausgewählt. Vielleicht können wir das damit auch mal probieren. Diese Regeln können deutlich komplizierter werden. Vielleicht mache ich da nochmal ein extra Video drüber. Jedenfalls, das könnte ganz wichtig sein. Was, wenn wir das hier quasi als unser Ziel setzen? So, indem wir das hier einmal bewegen. Das wird hier quasi dann einmal aus dem Bauplan gelöscht. Und sobald wir es platzieren, wird das neu eingefügt. Damit sind diese drei unteren Teile quasi als allererstes platziert worden und damit wechseln wir dann automatisch dahin. Hoffentlich. Wenn jetzt die Regeln nicht komplett falsch sind. So. Und dann drehen wir uns hier nochmal. Dreifache Zeitbeschleunigung und dann sagen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann müssen wir nur noch die Zeit richtig machen und das läuft auch wunderbar. Dann wechseln wir mal schnell dorthin und 73,2 Meter pro Sekunde. Ja, also wir müssen auf jeden Fall das hier als unser Ziel, als unser Anfangs Teil setzen. Ja, das, was wir eigentlich steuern würden. Und dann sollte das klappen. Wunderbar. Also wir haben hier schon 73,2 Meter pro Sekunde. Man kann es natürlich noch länger drehen. Das sollte dann eine höhere Geschwindigkeit sein, weil wir uns schneller drehen. Ja, wir beschleunigen länger, wir drehen uns schneller und dann sollten wir auf jeden Fall eine höhere Geschwindigkeit bekommen. Ja, das interessiert mich tatsächlich. Was, wenn wir das 20 Sekunden lang drehen? Ist es dann doppelt so schnell oder nicht ganz doppelt so schnell? Also es ist auf jeden Fall schneller, das weiß ich. Das ist logisch. Aber wie viel schneller wäre das dann? Also, dann beginnen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und dann schleudern wir das mal weg. Unsere untere Rakete interessiert das quasi gar nicht. Und hier haben wir die obere. 144. Davor hatten wir 72. Ja, das kommt etwa auf das Doppelte an. Also wenn man es doppelt so lang dreht, ist es etwa doppelt so schnell. Okay. Ja, also das hätten wir auf jeden Fall. Dann können wir jetzt mal versuchen, das Kabel hier ein bisschen länger zu machen. Da stelle ich mal vor, wenn ich das dann tatsächlich baue, in SFS Colony, dann packe ich das ja natürlich hier in eine Nutzlastverkleidung rein. Und dann nehme ich hier wahrscheinlich die breiteste, diese 14er Nutzlastverkleidung. Da passen dann natürlich eine Menge rein. Und dann könnte ich hier irgendwie so mit dem Abstand noch dazu. Hätten wir 3, 4 und 5. Hätten wir 5 von denen. Oder auch, wenn wir die nur 1 breit machen würden. Also gehen wir mal zu strukturellen Teilen. Nehmen wir hier diese
12er Stücke, packen das hier mal in der Mitte. Und ja, machen wir das mal ein bisschen länger. Machen wir es so 3 Stück. Und dann passen ja hier deutlich mehr dazwischen. So, dann hätten wir hier schon 3, 4, 5, ja, 5, so, 6 und auf jeden Fall 7, ja. Also wir könnten hier davon 7 haben und dann machen wir das, hoppla, machen wir das noch mit den Andockluken dran und dann können wir halt hier eine ganze Menge von denen da ranpacken. Dementsprechend, ich würde das vielleicht erstmal, ich würde es nochmal so ausprobieren, weil die drei sind ja noch ein bisschen länger als die doppelt so breiten. Die sind dann aber auch ein bisschen leichter, also müssen wir uns einfach mal anschauen, wie ist der Unterschied dazu. Ich mache auch wieder nur 10 Sekunden, weil wir haben ja eben schon festgestellt, dass da einfach doppelt so schnell ist, eigentlich ganz gut zu wissen. Natürlich, je schneller man sich dreht, desto weniger Kontrolle hat man darüber, in welche Richtung man fliegt. Das heißt, da muss man halt auch irgendwie eine Obergrenze finden oder so. Aber versuchen wir es mal so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann schleudern wir das mal weg. Und ich habe was vergessen. Natürlich. Wir müssen das obere Teil hier nochmal bewegen. Ansonsten funktioniert es nicht. Wunderbar. Dann wird das unten quasi wieder als Ursprung gesetzt. Also nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann schleudern wir hier. Wunderbar. Okay, wir haben hier etwa 80 Meter pro Sekunde. Ich habe noch ein bisschen länger beschleunigt. Ja. Ich habe ja quasi bis 11 noch weiter gedreht. Aber wir haben hier etwa 80 Meter pro Sekunde. Dann würde ich sagen, verdoppeln wir einfach mal die Länge. So, diese 3 Stück nehmen wir und ziehen die mal nach oben. Es wird natürlich jetzt schwer, das ohne Expansion zu machen. Die Teile an sich, die hier könnt ihr auch aus einzelnen Vierer-Tanks machen. Das könnt ihr auch aus Vierer-strukturellen Teilen machen. Das hier ist ja auch noch nicht aus den Teilexpansionen herausgeholt. Also theoretisch funktioniert es, aber die Größe vom Baufeld könnte da ein bisschen schwieriger sein, wenn ihr das machen wollt. Aber ich plane das ja hier im Grunde für die SFS-Koloniserie und da benutze ich ja Expansion. Dementsprechend hätten wir das. So, dann versuchen wir es nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann müssen wir tatsächlich wieder ein bisschen was abziehen von der Länge, weil ich wieder Länge gedreht habe. 130. Sagen wir 120 und dann hätten wir etwa das 1,5-fache. Ja? Also das Verdoppeln von dem Seil quasi, auch wenn es kein Seil ist, sorgt etwa dafür, dass es 1,5-mal so viel Geschwindigkeit ist. Okay, also das können wir auf jeden Fall in die Höhe treiben. Was ist, wenn wir jetzt die Masse hier oben erhöhen? Wenn wir das, ja, wir müssten das noch ein bisschen umbauen. Also wenn wir das hier zum Beispiel noch mit den Treibstofftanks daneben machen und dann versuchen wir das mal hier irgendwie in die Spitze der Nutzlastverkleidung reinzuquetschen. Wir machen das einfach nochmal. Also wir nehmen alle die alle hier so rum und packen die mal hier alle hinein. Hier benötigen wir dann natürlich eine Andockluke und dann sagen wir benötigen von den 7 Stück. So, hier hätten wir 4, 5, 6, 7, so. Dann bewegen wir die mal 1 rüber, wunderbar. Und nehmen mal hier so viele, wie wir können. Das kann weg. So. Dann kopieren wir das hier nochmal und das hier nochmal. Und dann packen wir das hier einmal in die Nutzlastverkleidung rein.
Ist das die größte? Nein, das war nicht die größte. Und dann kopieren wir das hier einfach ein paar Mal. Das wiegt hier gerade 103 Tonnen. Wenn man hier die 11 Tonnen abzieht, 92. Vielleicht kriegen wir das noch unter 100 Tonnen Masse. Das wäre natürlich schön, dann kann unsere Avalon 3B das hochbringen. Ja, die 100 Tonnen Variante, das wäre natürlich wunderbar. Ja, und dann passt das hier nicht mehr ganz. Okay. Sehen wir das mal so nach oben. Okay. Dann können wir hier noch die Form ein bisschen zusammenlaufen lassen. Wir kommen halt auch schon ziemlich dicht an dieses Limit heran, oder? Ich mache das hier mal kurz weg. Was ist hier los? So, wir haben 95 Tonnen, wir hätten noch 5 Tonnen übrig. Ja, das wird wahrscheinlich zu knapp. Also machen wir hier ein bisschen weniger Masse. So, 80 Tonnen. Und dann hier 10 Tonnen Treibstofftank. Okay, also wir könnten ruhig hier ein bisschen weniger nehmen. So, so, so. Ziehen wir das mal alles nach unten. Noch ein bisschen. Ja. So, und ziehen wir das so nach unten. Wunderbar, dann sind die RCS-Düsen genau dort. Das ist schön. Da können wir hier das da reinmachen. Passt das? Oh, ganz knapp, okay. Das passt auch noch. Das auch und das auch. Ich glaube, dann können wir auch hier gleich so einen 15 Tonnen Treibstofftank nehmen. Ja, genau. Und dann hier oben eine kleine Andockluke, wenn man quasi extra noch Masse hinzufügen möchte. Und das sind 118 Tonnen. Ja, yeah, okay. Also ich glaube nicht, dass wir es hinkriegen, das unter 100 Tonnen zu machen. Weil die Form ist an sich schon geschlossen. Ja, also die geht schön gerade nach oben. RCS-Düsen sind an einem guten Ort. Ich glaube, wir lassen das doch so. Ja, also dann haben wir halt hier ein bisschen mehr. Dann nehmen wir die 130 Tonnen Rakete da. Und dann sollte das funktionieren. Das ziehen wir mal hier ganz nach oben. Und dann müssen wir die hier noch verbinden. Ich glaube, dazu müssen wir auch gleich den unendlichen Bauplan benutzen. Wie weit unten sind wir schon? Ziemlich weit unten. Okay, dann machen wir den mal an. So, Cheats. Endloser Bauplan. Und dann verbinden wir die alle mal. Das ist dann natürlich eine ganz schön lange Kette hier, die wir haben. So, wunderbar. Und dann geht es ganz schön weit nach unten. Und da packen wir jetzt einen winzig kleinen Satelliten ran. Also hier. Da hatten wir das. Dann hatten wir es auf 7,75 oder so. 7,75. Ganz genau. Dann müssen wir das hier obere einmal bewegen. So. Und dann probieren wir das mal aus. Oh, ich wollte das verbinden. So, machen wir noch eine Stufe. Und dann testen wir das mal aus. Das wird verrückt. Aber mal schauen. Mal schauen, ob es funktioniert. Dann ziehen wir das mal ein bisschen nach oben. So, Geschwindigkeit 0,0 Meter pro Sekunde ist wunderbar. Dreifache Zeitbeschleunigung. Und dann beginnen wir mal mit der Drehung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann ja, müssen wir noch ein bisschen weitergehen. Und dann schießen wir es mal hier zur Seite. Und da haben wir fast 300 Meter pro Sekunde. Und dann machen wir 20 Sekunden draus. Dann haben wir 600 Meter pro Sekunde. Und dann machen wir es vielleicht 30 Sekunden lang, dann haben wir 900 Meter pro Sekunde. Also das ist schon eine ganze Menge, ja. Also es ist eine gigantische Geschwindigkeit, die wir hier aufbauen können. Ich möchte das einmal für 30 Sekunden ausprobieren. Also RCS-Düsen, bisschen vom Boden abheben. Wenn wir im All sind, haben wir natürlich kein Problem mit Boden oder irgendwo gegenstoßen. Aber hier auf der Erde müssen wir halt damit klarkommen. So, dann drehen wir das mal und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay, das ist ziemlich schnell, aber versuchen wir es mal. Ui, da ist was kaputt gegangen, aber da fliegt auch was. Ja, fast 900 Meter pro Sekunde. Genau. Also
ungefähr 900 Meter pro Sekunde. Das ist eine ganz schöne Geschwindigkeit. Aber ich weiß nicht genau, wie viel wir mit 900 Meter pro Sekunde anfangen können. Wie wäre es, wenn wir eine kleine Rakete bauen und in den Erdorbit fliegen? Ist natürlich jetzt hier komplett gecheatet, wenn wir das mal so bauen und so bauen und so. Da haben wir endlosen Treibstoff an. Natürlich würde ich es auch normalerweise ohne Cheats machen, aber das dauert halt eine Weile, ja. Dementsprechend ist an, wunderbar. Dann fliegen wir hier mal in einen Orbit, niedrigen Erdorbit, und schauen mal, wie viel wir zum Beispiel zum Mars benötigen. Oha, das war ganz schön knapp. Okay, dann hätten wir das. Ich würde tatsächlich Gravitation ausschalten und Kernhitzeschaden anschalten. Wenn wir hier durch die obere Atmosphäre beschleunigen, dann wäre es ganz nützlich, wenn wir da nicht verglühen. So. Okay, dann hätten wir das schon mal. Dann drehen wir ein bisschen nach rechts. So hoch muss der Orbit auch nicht sein. Ich weiß noch nicht, in welchen Höhen wir das dann anbringen sollen. Vielleicht 45 Kilometer oder so. Können wir dann eigentlich später nochmal schauen. So, etwa 45 Kilometer. Und dann beschleunigen wir die Zeit, bis wir kurz davor sind. Wunderbar. Und dann bringen wir uns hier in einen niedrigen Erdorbit. Also stellt euch mal vor, diese Rakete hier wäre jetzt unser Skyhook. Ja, also wir sind jetzt hier ungefähr im Orbit. Das ist dann der Zielorbit, wo wir dann den Satelliten hinbringen. Und dann wollen wir zum Beispiel zum Mars. Und wenn wir zum Mars fliegen, wie viel benötigen wir dazu? 800. Ungefähr 800. 795. Das heißt, wir könnten locker einen Satelliten zum Mars bringen. Ich glaube aber nicht zum Jupiter, oder? Oder Venus? Schauen wir mal, wie es bei der Venus wäre. Das dauert ein bisschen. Okay, dann schauen wir in der Zwischenzeit beim Jupiter. Jupiter ist wahrscheinlich so 1000, 2000 oder so. So, fokussieren wir einmal. Und beschleunigen die Zeit bis zum Transferfenster. Ja, 1300. Also das ist schon ein bisschen viel. Ich hatte bei 30 Sekunden schon Probleme, rechtzeitig loszulassen. Ich weiß nicht. Also es könnte möglich sein, wenn man vielleicht 40 Sekunden oder so oder 50 Sekunden das Ganze rotiert. Aber das wird ziemlich schwierig. Dann die Venus. Probieren wir mal die Venus aus. Und schauen mal, wie lange das dort dauert. So, zurück zur Erde. Oh, eingefangener Asteroid. Das war nicht mein Ziel. Okay, warum auch immer. Transferfenster. 750. Also, wir könnten locker zur Venus oder zum Mars fliegen. Ja, das würden wir damit schaffen. Wie sieht es mit Merkur aus? Der ist wahrscheinlich auch so 1300. Also wir haben hier quasi eine Methode, um Satelliten zu anderen Planeten zu schicken. Vielleicht auch kleinere nutzen lassen. Wahrscheinlich nicht ganze Stationsmodule oder so oder ganze Koloniestücke. Ja, 1400. Also auf jeden Fall zum Mars oder zur Venus. Und dann könnten wir das noch erweitern, wenn wir hier zum Beispiel jetzt zum Mars fliegen würden und vom Mars quasi einen zweiteren Spacehook haben und damit nochmal weiterfliegen. Und zwar dann eben zum Jupiter. Und dann können wir auch deutlich größere Nutzlasten verwenden, um dort hinzukommen. So, Transferfenster, fliegen wir mal ganz schnell zum Mars. Und dann müssen wir auch mal schauen, wie viel Geschwindigkeit wir hier verringern müssen. Wir haben gerade etwa 1200. Bringen wir uns mal in einen niedrigen Orbit. Von 1200 auf 700. Okay, das ist etwa eine Differenz von
Ja, 500 Meter pro Sekunde, so ein bisschen weniger, aber ungefähr sollte das passen. Das heißt, so viel müssten wir auf jeden Fall haben, um quasi von hier zu verlangsamen. Und dann versuchen wir mal von hier zum Jupiter zu kommen. Und das machen wir natürlich auch nochmal mit einem Transferfenster. Wunderbar. Und von hier aus benötigen wir dann, wer weiß wie viel. 842, also im Grunde perfekt. Ja, also das kleine bisschen extra. Und dann würden wir damit auch zum Jupiter kommen. Ist wunderbar. Und dann müssten wir dort natürlich wieder in den Orbit. Aber das können wir dann auch mit Hilfe von Swing-By-Manövern, zum Beispiel beim Ganymed, Europa, Io oder Callisto machen. Die könnten uns dann in einen ja, etwas niedrigeren Orbit bringen. Und natürlich in stabilen Orbit. Okay, wunderbar. Also das hätten wir jetzt auf jeden Fall überprüft. Wenn man jetzt eins im Erdorbit und einen im Marsorbit platziert, dann könnte man damit bis zum Jupiter reisen. Und ich weiß nicht, inwiefern man das jetzt noch verbessern kann. Ich meine, man kann das Kabel hier ja noch viel länger machen, noch mehr Masse und dann halt noch schneller drehen. Aber das wäre es dann auch so im Grunde. Das ist dann hier unser Satellit. Kann man natürlich noch viel besser bauen. Man muss den natürlich erstmal steuern, den als Quelle haben. Man dockt dann hier an, zum Beispiel im Erdorbit. Und dann dreht sich das 30 Sekunden lang mit dreifacher physischer Zeitbeschleunigung. Und dann sollte das klappen. Die Masse ist ganz lustig. 1, 2, 3, 4. Leider nicht 5, aber ja, bin ich gehabt. Ich glaube, ich packe das auch mal in die Videobeschreibung. Ich glaube, ich packe das aber vorher zusammen, so wie es in der Nutzlastverkleidung war. Weil ich weiß nicht, ob viele von euch damit was anfangen können. Ich setze quasi nicht voraus, dass ihr irgendwie das hier, den endlosen Bauplan habt. Deshalb kann es sein, dass es gar nicht reinpasst. Jedenfalls wäre es das dann mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.